Wir sind zurück bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis in Atlantis. Da sind wir letzte Folge hingekommen und wir haben schon aus dieser Leiche da rechts einen Brustkorb rausgerissen und haben eine Wurst reingelegt. Die Wurst des Deutschen, den wir letzte Folge verprügelt haben. Natürlich hat der Deutsche eine Wurst dabei, sonst wäre es ja kein Deutscher, ne? Gut, heute wieder mit Facecam und heute auch mit Klimaanlagen-Stresstest. Weil zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, es ist Anfang, Schrägstrich, Mitte Juni. Was ist heute der 15.? Nein. Oh ja, der 15. genau. Also Mitte Juni und es ist schon die erste Hitzewelle seit einer Woche. Es ist unerträglich. Deswegen habe ich die Klimaanlage eingeschalten, die auch eingeschalten bleibt. Und ich habe in OBS das so eingestellt, dass wir Rauschunterdrückung haben. Ich weiß nicht, wie sich das im Endeffekt anhört, ob es dann Einbußen gibt in der Sprache quasi, also im Gesprochenen, dass das sich anders anhört als sonst wahrscheinlich. Aber ich hoffe, dass man die Klimaanlage nicht zu laut hört und vor allem, dass sie nicht stört. Das ist wichtig. Ventilator läuft auch noch, damit man die Klimaanlage, der Ventilator die richtige Klimaanlagenluft zu mir bläst. Ja, aber das nur am Rande. So, wir sind ja eigentlich schon mitten im Let's Play und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was wir hier in Atlantis jetzt eigentlich zu tun haben. Wir haben keinen Auftrag. Wir wissen nicht, was unser Ziel in dem Spiel eigentlich ist. Es ist schön, dass wir jetzt diese drei Wege, ja, Rätselweg, den Weg mit Sophia und den Actionweg, dass wir sich jetzt alle drei angeschaut haben, um nach Atlantis zu kommen. Aber was zur Hölle machen wir jetzt da? Ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt hoffentlich herausfinden. Wir werden jetzt einfach nur alles erkunden, was zum Erkunden ist. Und schauen, ob wir da irgendwo zu einem Ergebnis kommen. Ich hoffe es. Okay, das sind wir jetzt gerade hergekommen. Ja, wir wissen ja, Atlantis ist angerichtet. Nein, wie sagt man? Angeordnet in drei konzentrischen Kreisen. Das haben wir ja die ganze Zeit gehört, als wir dahergekommen sind. Und jetzt sind wir in einem dieser Anordnung der konzentrischen Kreise, anscheinend ganz außen. Und da gibt es halt sehr viele Kammern und Räume und auch Deutsche. Oh, was haben wir da? Das sind Krabben. Oder? Ich hoffe, die attackieren mich jetzt nicht. Die kann ich gar nicht auswählen. Und da ist ein Teich. Schaut so aus, als würden die von da spawnen, aber ich habe glaube ich zu viel Minecraft gespielt. Hier muss ein Krabbennest sein. Ja, aber doch, okay. Also ist das doch ein Krabbennest. Ein Krabbenspawner, würde man heutzutage sagen. Okay. Jetzt weiß ich vielleicht auch, was wir mit diesem geköderten Korb machen können. Eventuell können wir da eine Krabbe einsperren. Wozu auch immer, keine Ahnung. Die haben da noch irgend so eine Höhle oder wo auch immer die sich dahin gegraben haben. Können wir das jetzt irgendwie vielleicht in den Teich werfen? Ah ja, ich hoffe, das klappt. Ja, aber wozu? Wozu der ganze Aufwand? Schnapp. Ja und? Ah ja, gehe zu Korb mit Krabbe im Teich. Dann nehmen wir den Korb mit der Krabbe. Schau an, gefangene Krabbe. Da ist eine fette Krabbe drin. Gut erkannt. Was machen wir jetzt damit? Da gibt's ja nicht mehr, ne? Wir könnten den Bernstein, der bewegt sich da unten. Gut, da benutzen wir mal nochmal den Wollschal mit dem Kammernfaden, unseren Orichalkum-Detektor. Der Kammer ist jetzt statisch geladen. Und schauen wir, ob wir da irgendwo Orichalkum finden vielleicht. Er zeigt nirgendwo hin. Okay. Was heißt, da gibt es kein Orichalkum. Es gibt hier nur Krabben. Bin echt gespannt, was wir da damit machen können. Gut, und die Räume, wo wir schon waren, werden zum Glück gekennzeichnet und benannt. Das heißt, das ist der Krabbenraum. Schön. Stört die Facecam doch ein bisschen? Nein, das geht, oder? Ich glaube, das geht. So, da geht's nun weiter. Eine Statue. Ziemlich hässlich. Ja, das kannst du laut sagen. Da hält ein Kaffeebecher, ein Steinbecher. Das schaut wirklich aus wie ein Kaffeebecher. Es ist ein massiver Steinbecher. Zu schade, dass ich nicht herankomme. Er erkennt das mit freiem Auge über diese Schlucht hinweg, dass er massiv ist. Aber wir kommen da nicht hin. Wozu haben wir eine Peitsche? Muss doch irgendwo hier
einen Vorsprung oder so geben, dass man sich darüber schwingen können, ne? Loch. Sieht tief aus. Ja. Da trieft Wasser runter. Kann man das mit der Peitsche? Kann man die Peitsche da irgendwie. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Vielleicht kann ich den Becher runter peitschen. Aber ich befürchte, die Peitsche wird nicht zu lang sein. Ne? Ich komme von hier aus nicht dran. Okay. Na gut. Dann können wir im Moment wahrscheinlich da nichts machen. Ich werde nochmal den Orichalkum-Detektor benutzen und schauen. Vielleicht haben wir da irgendwo Orichalkum. Der Kamm ist jetzt statisch geladen. Sagt man statisch oder statisch? Er zeigt nirgendwo hin. Okay. Schön. Also mehr als diesen Steinbecher gibt es dann nicht. Da kommen wir im Moment nicht ran. Da können wir vielleicht eine Leiter drüber legen, wenn wir mal eine Leiter finden. Schauen wir zumindest so aus. Oder ein Brett oder irgendwas, dass wir da irgendwie so rüberkommen könnten. Das können wir dann später nochmal probieren. Das ist der Statuenraum. Oh, da kommt ein Deutscher relativ nahe. Ja, ich befürchte, es gibt hier ziemlich viele Räume zum Erkunden. Ah ja, da ist wieder eine Krabbe, ein Gitter und ein Symbol, was auch wie eine Krabbe ausschaut. Das Gitter können wir sicher öffnen, oder? Ja. Aha, dann können wir sich unterirdisch eventuell auch noch bewegen. Und das ist wieder so ein Krabbenraum mit einem Gitter. Das heißt, das ist vielleicht nur eine Abkürzung. Mal schauen, wo wir jetzt rausgekommen sind. Aha, im selben Viertel, aber genau. Raum, da waren wir drinnen und jetzt sind wir da rausgekommen, beim anderen Raum. Was war das? Halle? Halle waren wir noch nicht, oder? Ah doch, bei einer Halle waren wir. Letzte... Ach nein, das ist nur okay. Verstehe. Gut, dann erkunden wir weiter. Zum nächsten Fragezeichenraum. Wieder eine Krabbe und sonst nicht. Okay, na, dann gehen wir wieder. Bleibt uns leider nichts anderes übrig, als dass wir hier von Raum zu Raum gehen und uns anschauen, wie wir weiterkommen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, das sind auch Statuen und eine große Doppeltür. Fischstatue. How much is the fish? Sie hat einen weit geöffneten Mund. Da könnte man eventuell eine Perle hineinstecken. Ich schaue mich mal kurz weiter um, bevor ich das mache. Wieder ein Teich mit Wasser. Das scheint die Türen zu blockieren. Das Wasser. Okay, da brauche ich wahrscheinlich noch keine Perle reinstecken, weil solange das Wasser da ist, wird das nichts bringen. Teich mit Wasser. Doppeltür. Okay. Und der geht einfach so ins Wasser, okay. Die Wächterstatuen haben sie fest verschlossen. Und das Wasser. Cool. Ja, das wird mühsam werden, das Wasser da auszuschöpfen, vermute ich. Nehme nicht an, dass er das macht. Das wird nicht funktionieren. Es würde funktionieren, nur es würde sehr lange dauern. Müssen wir vielleicht einen anderen Weg finden, das Wasser auszulassen. Oder wir probieren doch die Orichalkum-Perle da reinzustecken. Vielleicht lässt das ja das Wasser aus. Oder wird das Wasser dadurch ausgelassen. Schauen wir mal. Ah, ich benutze noch vorher den Kamm. Ach, das ist immer so mühsam. Ich hätte doch eine andere Version speichern sollen, bevor ich nach Atlantis komme, weil jetzt muss ich jedes Mal den Faden, also den Kamm mit Faden, mit dem Wollschal anrubbeln, damit er statisch aufgeladen ist. Der Bernsteinfisch hat immer funktioniert. Ohne Aufladen. Ne? Mist. Aber egal. Den haben wir ja leider, er zeigt nirgendwo hin. Ja, diesen Kamm haben wir ja am Ende des Rätselweges bekommen. Bei allen anderen Wegen, beim Actionweg und beim Weg mit Sophia, hatten wir einen Bernsteinfisch, den wir nicht aufladen hätten müssen. Egal. Ah, öffne, nicht anschauen. Öffne Goldkiste, dann müssten hier... Eine habe ich noch, okay. Dann benutze ich diese Orichalkum-Perle mal in dieser Fischstatue. Schnapp. Knister. Plopp. Oh. Oha, irgendwas hat dann nicht geklappt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wahrscheinlich ist der Druck da vom Wasser zu hart gewesen, als diese Tür versucht wurde aufzumachen quasi. Und dann fällt dieser Kopf der Statue ins Wasser. Aber hilft mir jetzt auch nichts. Ich dachte, man könnte da jetzt irgendwas
daraus machen. Kann leider nichts. Ja. Das wäre mir dann eure Halkumperle verschwendet wahrscheinlich. Und ich kann leider den Statuenkopf nicht nehmen. Dann müssen wir irgendeinen Weg finden, dass wir das Wasser hier auslassen. Wird uns hoffentlich noch begegnen. Das ist ein Deutscher. Aber vielleicht sollte man mit den Deutschen kämpfen, damit wir wieder irgendwas bekommen, wie zum Beispiel eine Wurst. Aber jetzt haben wir schon die Falle, ne? So, wo gibt es denn noch einen Raum? Da gibt es sonst keinen Raum mehr. Ah, da. Okay. Was war das? Wachraum? Da waren wir gerade. Okay. Das ist also der Wachraum. Ah, da können wir nicht rein. Na gut, ist klar. Und da gibt es sonst keinen weiteren Raum, außer drinnen halt, ne? Gut, dann gehen wir mal wieder rauf, weil der Deutsche versperrt mir da einen Weg. Das ist auch ein Deutscher. Aber da ist noch ein Raum, den wir noch nicht erkundet haben. Wir sollten eher mehr systematisch vorgehen. Das ist wieder ein Gitter. Das war nicht derselbe Raum, wo wir vorher rausgekommen sind, nehme ich an, ne? Der hat anders ausgesehen. Schauen wir mal, wo wir jetzt durchkommen. Oh, ein Licht. Eine Lichtspirale. Aber, und eine Tür, okay. Achso, ja, da geht's einfach logischerweise wieder raus. Naja. Aha. Also wir sind da jetzt drinnen eigentlich, ne? Das ist das... Das ist interessant, ja. Weil da kommen wir sonst gar nicht rein, ne? Okay. Schauen wir mal, was es da gibt. Aha. Eine zugeschüttete Tür und Roboterteile. Na, das sind diese großen Maschinen, die im Dialog von Plato erwähnt worden sind. Wir hatten ja schon im Rätselweg eine Maschine, die wir bedienen durften. Das war diese Grabungsmaschine mit dem Spitzen, ne? Tunnelgrabbohrmaschine, die ziemlich gut funktioniert hat. Und mit solchen Maschinen wird wahrscheinlich auch dieser Riesentunnel, der über 25 Meilen gegraben worden ist, damals in Atlantis, wo Atlantis existiert haben soll. Das muss schon eine wahnsinnige Leistung gewesen sein. So, Roboterteile. Was für eine Unordnung. Ja. Aber ist, naja, so schaut eigentlich ordentlich aus, wie das aufgehängt ist. Roboterteile, was ist das? Ein Bronzerad mit Speichen. Das ist das oben, ne? Das muss Teil einer atlantischen Maschine sein. Ja. Schaut zumindest so aus. Die können wir nehmen, okay? Ein Bronzerad mit Speichen. Okay. Was drinnen noch gewesen? Nein. Okay, ich nehme nicht an, dass wir jetzt sonst irgendwas mit den Roboterteilen machen können. Ich habe das nicht angerichtet. Ich räume auch nicht auf. Okay. Na schön. Dann haben wir jetzt ein Bronzerad mit Speichen. Ich frage gerade, ob ich das schon mit irgendwas kombinieren könnte, aber schaut nicht so aus. Mach mir nur Sorgen, weil wir keine Orichalkumperle mehr haben. Können wir das mit der Falle vielleicht kombinieren? Das wird nicht funktionieren. Okay. Gut, dann hoffe ich, dass wir da jetzt alles genommen haben. Es ist zumindest nichts weiter zu anwählen. Aber, warte mal. Ich möchte da auch nochmal den Orichalkum-Detektor benutzen. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Ja, haben wir statisch geladen. Da benutzt man den Kamm am Faden. Und er zeigt nirgendwo hin. Okay. Gut, dann gehen wir da wieder raus. Und das ist der Raum, der einfach nur Raum heißt. Und das war der Raum, wo wir hineingekommen sind in diese Absperrung da quasi. Und mehr gibt es da anscheinend nicht. Gut. Kann ich mir merken, dass ich da auch nicht mehr hin muss. Merkt's man nicht, aber theoretisch wäre so. So. Da haben wir noch nicht geschaut, ne? Aber wo soll da Orichalkum sein? Der Kamm ist jetzt statisch geladen. Ja. Das werden wir noch öfters hören, glaube ich. Er zeigt nirgendwo hin. Schade. Na denn? Wieder zurück. Sind wir in der oberen Hälfte noch, ne? Ja. Also in der oben rechten Hälfte. Ich muss das ein bisschen systematisieren oder systematisch mir merken,
wo in welcher Hälfte welche Räume ungefähr sind. Statuenraum, Raum. Also wir dürften jetzt auch in diesem Viertel alle Räume aufgedeckt haben oder besucht haben, die wir besuchen können. Dann schauen wir mal ins links obere Viertel. Nordwestlich. Das ist leicht, ne? So, da waren wir noch gar nicht. Das ist da ist der Haupteingang, die Luftschleuse. Trotzdem haben wir da nur sehr wenige Räume noch erkundet gehabt. So, können wir da jetzt rein? Warte mal, da gibt es auch ein Fragezeichen. Ah, das ist das. Oh, das ist ein großer Raum. Das hat jetzt von außen gar nicht so ausgesehen. Da ist auch keine Musik, ne? Halt. Was zur Hölle ist das? Statue. Schale? Und das scheint eine Röhre ins Innere der Maschine gewesen zu sein. Was genau? Die Statue. Oder die Statue. Die Statue scheint eine Röhre ins Innere der Maschine gewesen zu sein. Okay. Verstehe ich jetzt noch nicht, aber da ist noch so ein Rad mit Speichen. Es ist ein Bronzerad. So eins, wie wir schon eins haben. Das löst sich nicht, aber da ist noch eine Achse. Da scheint etwas zu fehlen. Vielleicht noch ein Rad aus Bronze. Dass wir da einsetzen können, ja. Weiß zwar noch nicht, für was wir das brauchen, aber wer weiß. Da haben wir Scheiben. Da ist eine Art Käfer eingeschnitzt. Und da auch wahrscheinlich, ne? Da ist eine Art Käfer eingeschnitzt. Das ist nämlich dasselbe Symbol. Dann haben wir eine Schale. Und das ist eine leere Schale, okay. Großes Steinrad, das ist das dunkle Rad da hinten gemeint, ne? Ein bizarres Muster ist hineingeschnitzt. Bizarr. Was auch immer er mit bizarr meinen könnte. Okay. Also wir haben eine Statue. Der sagt eine Röhre. Das scheint eine Röhre ins Innere der Maschine gewesen zu sein. Also irgendwie ist diese Statue mit dem Inneren der Maschine mit einer Röhre verbunden, so wie ich das verstehe. Und dann dreht sich vielleicht das Rad, wenn man das aktiviert. Und dann passiert was genau mit dieser Maschine? Da oben ist ein Trichter. Mehr können wir da nämlich nicht auswählen. Glaube ich, ne? Nur diesen Trichter da oben. Da gehen wir mal rauf. Das ist schon komisch. Könnte man nicht vorstellen, für was das überhaupt, ne, was das für eine Funktion haben könnte. Den Trichter gießt man normalerweise Flüssigkeiten. Toll, gut, dass du Doktor bist, Indy. Aber ja, wir haben keine Flüssigkeit und dementsprechend werden wir das nicht aktivieren können, nehme ich an. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da Wasser einfüllen können und dann bewegt sich wahrscheinlich das ganze System hier aufgrund der Antriebskraft des Wassers und dann passiert da irgendetwas und es kommt etwas in diese also es wird etwas in dieser Schale geworfen, das eben die Maschine produziert. So stelle ich es mir zumindest mal vor. Was es dann wirklich ist, das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Ich schaue nur gerade, dass ich nichts übersehen habe, das ist wichtig. Aber es scheint nicht so zu sein. Wir haben... Ach, die Scheiben, ne? Weil da Achse gestanden ist. Wir haben die drei Steinscheiben ja noch, aber die sind draußen. Bei der Luftschleuse, die sollte man sich noch holen. Weil die könnte man eventuell gebrauchen. Kann ich mir gut vorstellen zumindest. Okay. Also wissen wir, da ist eine Maschine. Wo wir irgendwas einfüllen müssen in diesen Trichter. Dass wir aber zurzeit nicht wissen, was das sein könnte. Am naheliegendsten wäre natürlich Wasser, dazu fehlt uns aber ein Gefäß. Wasser hätten wir. Also Wasserquellen gibt es ja genug, aber wir haben kein Gefäß, außer vielleicht die Goldkiste. Müssen wir probieren. Gut, in der Schale ist auch nichts drin gewesen. Ne? Eine leere Schale. Wir könnten da diese Krabbe reinlegen, bringt das was? Nein. Und wir könnten oben die Krabbe in den Trichter werfen. Das wird auch nicht gehen, aber ich probiere es trotzdem aus, damit wir sicher sein können, dass wir das in Zukunft nicht mehr probieren brauchen. Ausschlussverfahren und so weiter, ne?
Das wird nicht funktionieren. Gut erkannt, ich wollte nur sicher gehen, dass du derselben Meinung bist. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und mehr gibt es da nicht zu tun, außer ich könnte vielleicht dieses Steinrad bewegen. Das habe ich noch nicht probiert. Drücken oder ziehen, hä? Das kann ich nicht bewegen. Dann wird ziehen auch nicht gehen. Nein. Können wir diese Räder da vielleicht, das Speichenrad, können wir das drehen? Nein. Okay. Und wenn wir das anschauen, sagt er nur, sieht in Ordnung aus. Aber nicht, dass da noch was fehlen könnte oder wir noch etwas damit kombinieren müssten. Ja. Können wir die Steinscheiben hier drehen? Nein. Nehmen? Nein. Okay. Gibt es da auch Rechalkum? Damit wir auch wirklich alles ausschöpfen hier. Ja. Benutzen. Er zeigt nirgendwo hin. Nein, gibt es da kein Orichalkum. Gut. Das bedeutet, wir haben alles hier erledigt. Dann schauen wir mal weiter. Und ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal die Steinscheiben holen, damit ich das nicht vergesse. Ja, und dann schauen wir. Wir haben ja noch 2/4 dieses Kreises vor uns. Oder sagt man Flügeln? Ich weiß es nicht. Das ist der Nordwestflügel, wäre das dann. Da können wir gleich in dem Raum da weiterschauen. Ah, das ist nur ein Krabbenraum mit Licht und ein Gitter. Brauchen wir dabei nicht erkunden. Und da waren wir auch noch nicht drin, obwohl da gleich bei der Luftschleuse sich befindet, der Raum. Oh, da ist wieder so ein Roboter-Ding und wieder ein Zahnrad ist das aber diesmal, okay. Roboterteile. Man sollte meinen, Atlantianer wären keine Schmutzfinken. Entschuldigung, aber die haben vor mindestens 2000 Jahren gelebt. Und da war 2000 Jahre niemand da, der irgendetwas da bewegt hätte. Und jetzt will er ernsthaft den Atlanteanern über 2000 Jahre später vorwerfen, dass die Schmutzfinken waren. Naja. Ja, und wer weiß, wer da vorher schon da war. Von Nicht-Atlanteanern. Das muss Teil einer atlantischen Maschine sein. Okay. Dann nehmen wir dieses Bronzerad. Das können wir vielleicht mit der Maschine, wo wir gerade waren, wieder verbinden. Da unten sind nur die Teile vom Roboter. Ja, Schmutzfinken, natürlich. Kannst du auch ganz bestimmt beurteilen. Gut, ins Gitter schauen wir auch nicht, weil die Folge gleich zu Ende ist. Das zahlt sich nicht mehr aus. Ich gehe jetzt zurück in die Luftschleuse. Ja, ich glaube auch, dass das Licht ist, weil wir haben den Stab hier. Und wir nehmen die Steine. Ich hoffe, dann geht die Tür nicht zu. Warte mal, schauen wir das kurz nochmal an. Damit ich mal die Position nochmal merke. Wir haben abends, nein, aufgehende Sonne mit den Hörnern. Beziehungsweise wir haben ja, glaube ich, die Mittagssonne mit dem Vollmond. Und hier war die Stadt. Ne? Neumond mit Vulkan, Westsee, zunehmender Mond. Also rechts, ich merke mir das eh nicht, aber ich schaue es mir vielleicht dann später im Video an. Rechts war die Mittagssonne, der Vollmond und die Stadt. Und bei den Hörnern war die aufgehende Sonne, der zunehmende Mond und die Westsee. Ich merke mir das eh nicht. Gut, egal. Ja, was, der Mund der Statue hat sich geschlossen? Warum das? Ich nehme jetzt die Steine wieder mit, die Scheiben. Weil wir könnten sie drinnen nochmal brauchen. Kann ich mir gut vorstellen. Die Tür bleibt offen, das ist gut. Und damit beenden wir diese Folge und schauen uns dann in der nächsten Folge an, ob wir dieses Rätsel mit der großen Maschine dann lösen können. Ja, ich befürchte, es wird noch eine Weile dauern, bis wir Atlantis hier vollständig erkundet haben. Weil wir haben diese 4 Flügel und wir haben erst 2 davon so richtig erkundet. Und was es auch mit dieser Maschine auf sich hat, ich hoffe, das werden wir dann bald herausfinden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch gerne meine anderen Videos anschauen. Hier unten habt ihr dazu Videovorschläge und links oben könnt ihr mich abonnieren. Und meine Videos in eurer Abo-Box sehen. Bis zum nächsten Mal.